durch mein Studium auch, mache ich eigentlich immer so private Elektromobilität. Fahrer war auch hier in Stuttgart Solar und Bundesverband Solarmobil und habe 2000 schon ein kleines Elektroauto gehabt hier in Stuttgart und habe dann E-Mobilität mitbekommen, dass es halt sowas in China gibt und habe damals 2008 angefangen, so mal nach China zu gehen, die ersten Roller damals zu holen, haben mal E-Scooter damals genannt, so wie jetzt diese Stellanroller, Elektroroller. Und dann haben wir uns an die vorangesucht und da war halt auch dieses Problem, okay, Nachhaltigkeit, wer macht was umweltfreundlich, und die haben damals schon gerade umgestellt auf diese Technologie, weil ich gesagt habe, wenn die Batterie hier in Deutschland oder wenn die in China jetzt so produziert wird mit Abgasen, da kann man auch das ganze Konzept irgendwie gar in Frage zu stellen mit der E-Mobility, und deshalb haben wir das dann so gemacht, dass ja, so sind wir hier in den Hersteller gekommen, und ich habe seit ja, fast 10 Jahren auch Kontakt schon mit denen. Und dann wurde es halt immer mehr vom Umsatz und dann haben wir gesagt, okay, irgendwann haben wir Vertretung gemacht und irgendwann haben sie uns die Generalvertretung gegeben. Aber in Deutschland gibt es ja noch keinen richtigen Hersteller, außer das, was Daimler ja gemacht hat mit der deutschen Akkumotiv. Sonst ist da eigentlich nicht viel mit Batterieproduktion. Da wird ja jetzt auch Panasonic und Samsung und LG und so eingesetzt.